So, hallo. Heute in der Waldtraining mit dem Ball. Also, ich habe so ein Band. Wenn ihr Theraband habt, dann könnt ihr auch mit Theraband trainieren. Es ist egal, Hauptsache ihr habt irgendein Band. Ich habe relativ strengen Band. Es gibt auch leichtere Versionen oder solche, Medium. Also je nachdem, was ihr zu Hause habt, alles ist gut. Bloß mit so einem strengen Band ist es ein bisschen anstrengender. Ansonsten, wenn ihr also eine leichte Band habt und dann spürt ihr die Intensität von der Übung nicht, dann müsst ihr ein bisschen weiter nach oben, zum Beispiel Bein weiter nach oben anheben oder Arme mehr zur Seite ausbreiten. Also müsst ihr schon selber dort wissen, weil jeder Band ist ein bisschen anders. Genau, wir warten jetzt wieder eine Minute noch oder nein, es ist schon 18 Uhr. Also wieder 45 Sekunden Belastung, 15 Sekunden Pause. Wir haben heute keinen Gong. Aber es ist spürbar, dass jetzt zu Ende ist oder jetzt fängt es an. Genau, gut, dann sage ich mal, wir starten und viel Spaß. Erstmal Warm-up natürlich.
unser Ausdauerteil. Und zwar, wir gehen in ein schönes Kreuz nach unten und Bein anheben und versuchst auch Ferse zu erreichen. Okay? Das ist unser Ausdauerteil. Dann nehmen wir unser Band und zwar ganz weiter unten. Bein nach vorne abstellen. Die Füße nach hinten wegschieben. Band auseinanderziehen. Wieder hoch. Ziehen. Danach. Ups, fängt schon an. Jetzt muss ich ein bisschen stoppen. Dann haben wir was für Rücken und Gesäß. Und zwar den Link von oben, also Obergriff. Wichtig, Gewicht auf die Fersen, Rücken gerade, also kein Buckel bitte, Brustbein nach vorne. Also, du gehst nach unten in die halbe Tischposition, Brust nach vorne ziehen, Ellbogen nach hinten. Und dann stehst du wieder auf, nicht komplett, sondern so weit dir dein Band zulässt. Okay, so dass immer Spannung da ist. Dann nach unten und dann nach oben hoch. Wichtig ist, nicht so nach vorne, sondern mehr auf die Fersen, also Fersen spüren. Und dann, eine sehr tolle Übung, wir machen so ein Dreieck und gehen in die V-Position. Ellbogen darf man jetzt zur Seite ziehen und Kopfscheitel Richtung diesem Dreieck. Also diejenigen, die bei mir immer sind, die wissen es. Diese Übung mag ich ganz gerne und wir fangen gleich. Passt mir das mal in die Decke.
muss immer wieder umschalten. Also wir geben uns ein bisschen Zeit zum Ausruhen, aber so viel Zeit haben wir gar nicht. Und ihr seid ja schon fit genug. Noch. Auf geht's. Letzte Runde.
Rücken schön gerade, so in 45 Grad mal. Dann Planke. Wir können gerade
schaffen, zweimal dran rennen.
mein Stop jetzt ab heute. Also wenn ihr dünne Mate habt, dann könnt ihr es ja doppelt legen. Und zwar hoch, hoch. Ihr bleibt in der Hocke. Tief, tief. Ihr dürft ja auch Beine immer wieder wechseln. Bam, bam. Hoch, hoch. Und das Schöne ist, das machen wir mit dem Band. Mit dem Band. Und dann, wir gehen in die Seitenlage, Oberkörper darf jetzt ausruhen, Popo darf jetzt ein bisschen brennen, hoch, erstmal erster Teil so und dann schiebst du deine Fußsohle nach oben zu weg, also Fußspitzen nach unten ziehen, also nicht so, sondern so, kleiner Winkel, aber bring zu mir. Gut, und dann nach oben, tief, wechsel. Wichtig ist, du schiebst dein Becken richtig schön nach oben, Oberbauch zusammenkneifen. Okay? Thank you.
bei Andi.